Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Serie. Wir wollen wissen, welchen DAX-Konzern Fraser Perrin gerade ins Korn nimmt, welcher der nächste Kandidat für eine Short-Attacke sein könnte. Und das wollen wir in diesem Video versuchen, uns dem Thema zu nähern. Damit herzlich willkommen bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen. Wie immer der Risikohinweis vorneweg und wir springen direkt auf meinen Screen. Also insbesondere dieses Video ist natürlich nur meine eigene Meinung. Und bildet euch bitte eure eigene Meinung. Und hierzu kann ich nochmal sagen, es ist natürlich ein Video, das versucht, etwas zu spekulieren. Und wir alle, die wir eben nicht irgendwie in Indexfonds, nur in ein, zwei Indexfonds und ein, zwei Bondfonds investieren, sind ja immer auch Spekulanten. Der Unterschied ist, schauen wir uns wirklich an, was wir wissen und was wir nicht wissen und machen diese klare Unterscheidung. Und schauen wir uns an, wie wir danach handeln und am besten uns positionieren. Das ist der Kern von Investieren. Wir haben immer unvollständige Informationen. Aber haben wir einen subjektiv wahrgenommenen Informationsvorsprung vor anderen Investoren? Darum geht's. Und deswegen finde ich es auch nicht anrüchig, auch mal zu spekulieren ins Blaue hinein, welchen Kandidat, welches Unternehmen aus dem DAX, MDAX, TechDAX oder vielleicht sogar SDAX Fraser Perrin im Ziel aufs Korn genommen haben könnte, um hier eine Short-Attacke zu fahren. Im ersten Teil habe ich euch ja mitgeteilt, dass es häufig für Short-Attacken vor so einer Woche vor einem Optionsverfalltag stattfindet, aber das wollen wir uns jetzt mal genau angucken. Und deswegen schaue ich mir einfach mal von OnVista die verschiedenen DAX-Seiten an. Ja, und hier haben wir den DAX und die Einzelwerte im DAX alphabetisch sortiert. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass es am einfachsten ist, gegen solche Unternehmen zu spekulieren mit einer Short-Attacke, die sehr hoch bewertet sind, die wenig Dividenden zahlen, denn der umgekehrte Fall würde dazu führen, dass es vielleicht sehr, sehr viele Investoren gibt, die günstige Gelegenheit nochmal nutzen zum Nachkaufen. Wenn wir uns jetzt den DAX ansehen, sehen wir dann praktisch schon, ich hatte ja schon eine Unternehmung ausgeschlossen, das ist die Deutsche Bank, weil wir hier schon in der Vergangenheit einige Skandale hatten und die Deutsche Bank jetzt klar auf dem Weg der Besserung ist. Und hier sehen wir günstige Unternehmen, wir haben hier die Autoindustrie, die hohe Dividenden zahlt, niedriges KGV hat, natürlich auch unter Druck steht und wer weiß, ob sie langfristig überleben werden. Das weiß ich nicht, gerade wenn man sieht, was Tesla macht und was die ganze Industrie macht. Vonovia ist eine sehr günstige Unternehmung hier mit einem Dividendenrendite von so 3,2%. Aber auch die Allianz, Heidelberg Zement. Und ich persönlich denke, dass diese Firmen eher nicht von einer Short-Attacke betroffen sein werden. Und wenn wir das Ganze jetzt nach den teuersten Werten sortieren, dann sehen wir sowas wie Linde, MTU, Infineon, Adidas, SAP, Merck und so stelle ich das jetzt auch mal ganz kurz dar. Also wie gesagt, die Deutsche Bank auf dem Weg der Besserung glaube ich jetzt nicht dran. Zu günstig sind sehr, sehr viele DAX-Unternehmen, haben eine Dividendenrendite über 3%, wo ich es für unwahrscheinlich halte, so eine Short-Attacke. Und hier haben wir die Shortlist von Merck, Delivery Hero, Infineon, Adidas, MTU, Siemens Energy und Linde. Und natürlich können wir das dann nochmal weiter spezifizieren im letzten Teil. Machen wir jetzt mal das gleiche mit dem MDAX und ich habe das Ganze schon mal sortiert. Hier nach KGV und hier unten haben wir eben die Titel mit ja praktisch einem nicht möglichen KGV, weil sie Verluste schreiben oder einen sehr hohen KGV. Fraport würde ich hier mal erstmal ausschließen. Es handelt sich ja um eine Firma, die zu einem großen Teil im Staatsbesitz ist und wir alle kennen auch die Produkte von Fraport, also das ist nicht die Problematik. Morphosis, auch schon lange dabei, ist natürlich, Biotech ist immer schwer zu greifen, könnte rein theoretisch ein Kandidat sein. ThyssenKrupp ist nicht wirklich hoch bewertet, sie schreiben nur halt keine Gewinne, also sehe ich jetzt auch nicht im Zentrum dieser einer solchen Spekulation, weil sie einfach immer schon, ja, oder auch in naher Zukunft wieder relativ niedrig bewertet sein könnten, im Sinne von Kurs-Buchwert-Verhältnis. Shop-Apotheke, da ist es schon eher möglich,
Bei der Lufthansa glaube ich auch wiederum nicht dran. Es ist ja einfach nur aus zyklischen Gründen hier nicht möglich, im Moment Gewinne zu machen. Auto 1, Eventim, diese gehören wiederum in meine Shortlist. Und hier habe ich das nochmal auf der Übersicht mit manchen Beispielen. Zu günstig anhand von KBV, KGV oder hohe Dividendenrendite. Sehen wir rechts den Panzer von Rheinmetall, unten Hannover Rück oder Hochtief. Die sind zu günstig. Und hier der MDAX Shortlist oder die Short Shortlist mit HelloFresh, Eventim, Shop Apotheke und Auto 1. Und beim Tech DAX ähnlich, ihr könnt damit ein bisschen spielen, zu günstig oder hohe Dividendenrendite, sowas wie die Deutsche Telekom oder United Internet, aber auch Telefonica Deutschland, die zwar Probleme haben, wirklich gewinnbringend zu arbeiten, aber an sich eben auch nicht so diese Problematik haben. Und die Tech DAX Shortlist ist schwer zu sagen, denn es gibt hier natürlich sehr viele Firmen, die wenig Gewinne oder sehr hohe KGVs haben, sehr technologisch arbeiten. Ich werde mich deswegen auf die oben genannten Shortlisten des DAXes und des MDAXes fokussieren und werde euch im nächsten Video dann sagen, welche dieser Aktien ich besonders gefährdet sehe, über welche Aktien ich auch schon ein paar Red Flags gesammelt habe in Indizes und wie ich mich positionieren werde. Herzlichen Dank für die Unterstützung, alles Gute fürs Investieren und wie ihr wisst, wir investieren immer mit einer gewissen Unsicherheit. Es gibt keine vollständigen Informationen im Markt. Wir müssen schauen, dass unsere Risikoneigung sich auch im Portfolio widerspiegelt. Und meine Risikoneigung ist, ich will versuchen, möglichst Risiken nicht einzugehen, möglichst geringe Risiken einzugehen und langfristig zu investieren mit einem diversifizierten Portfolio, das allerdings durchaus bei einzelnen Punkten in der Diversifizierung in den einzelnen Punkten outperformen soll. Damit zurück zu euch. Ich freue mich auf die Kommentare. Alles Gute beim Investieren. Seid vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.